Radsportler aus 30 Nationen sind in diesem Jahr zu dem Radsport-Event in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und weit darüber hinaus angereist. Der Riderman ist nicht nur bei Hobbysportlern, sondern mittlerweile bei Profis aus aller Herren Länder beliebt, zum Erfolgsmodell geworden und wächst von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr, der 18. Ausgabe, waren neben einem Rahmenprogramm mit Live-Musik weitere sportliche Neuheiten geboten. Wir waren dabei und kamen unter anderem mit einem der Veranstalter, Rick Sauser, ins Gespräch. 3, 2, 1 und los geht's! Mit einem ganz besonderen Radrennspektakel wartete der Riderman in diesem Jahr seiner 18. Ausgabe auf. Während die Teilnehmer des Riderman-Wettkampfs an 3 Tagen die Etappen im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis zurücklegten, lieferten sich andere Fahrer spektakuläre Rennen in der Innenstadt von Bad Dürrheim. Zum ersten Mal wurde im Rahmen des Ridermans auch die Rad-Weltmeisterschaft der Journalisten ausgetragen. Aus 12 Nationen reisten die Teilnehmer an. In diesem Jahr hatten wir jetzt zum ersten Mal die Weltmeisterschaften der Journalisten mit integriert. Für uns, für die Region, für die Stadt wirklich ein toller Erfolg, eine coole Geschichte. Bilder vom Riderman und von der Weltmeisterschaft gehen rund um die Welt mit Facebook, Instagram, alles drum und dran. Und dann hatten wir in diesem Jahr zum ersten Mal dieses Sterni-Rennen mit den Profis. Und an diesem Konzept werden wir wohl festhalten, weil ist eine coole Geschichte, sehr kurzweilig für die Zuschauer. Heute Abend hatten wir ein bisschen Pech mit dem Wetter. Es kam dann noch zum Regnen, aber vom Grundsatz her ist es richtig geil und das werden wir auch die nächsten Jahre so machen. Die Rennfahrer, unter ihnen auch zahlreiche Fahrer aus der Profiklasse, zeigten, begleitet von viel Publikumsbeifall, spannende Zweikämpfe. Im Windschatten eines Motorradfahrers fuhren die Teilnehmer auf der 700 Meter langen Strecke durch Bad Dürrheim und erreichten so Spitzengeschwindigkeiten. Die sogenannten Schrittmacher fuhren auf ihren 100 Kubik Leichtmotorrädern mit Pedalantrieb voraus und machten sich mit nach außen abgewinkelten Knien breit, um ihren zugewiesenen Radsportlern möglichst viel Windschatten zu spenden. Am Ende entschied Simon Geschke das Rennen für sich. Lokalmatador Dominik Weinstein aus Unterbaldingen schaffte es auf Platz 4.